mal, Teddy, so viele Sterne. Und einer von ihnen leuchtet ganz bestimmt für mich. Was ist denn das? Der arme Stern. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Ich muss ihm helfen. Hallo, kleiner Stern. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Aber dir ist ja eine Zacke abgebrochen. Hab keine Angst. Ich helfe dir. Ich guck mal, was ich für dich machen kann. Der Stern hat sich verletzt. Und wenn man verletzt ist, braucht man einen Arzt. Soll ich dich verarzten? Ich guck mal, ob ich im Arztkoffer was für dich finde. Ganz schön viele Sachen. Irgendwas muss doch für meinen Stern dabei sein. Vielleicht kann ich die Zacke mit einem Pflaster wieder ankleben. Das ist leider zu klein. Damit hält die Zacke nicht. Vielleicht kann ich die Zacke wieder ankleben. Passt. Na, kleiner Stern, was sagst du dazu? Hurra, dir geht es wieder besser. Nanu, was hast du denn? Vermisst du deine Freunde? Vermisst du deine Freunde? Ich glaube, der kleine Stern möchte wieder nach Hause. Aber wie kann ich ihm dabei helfen? Komm, kleiner Stern, ich habe eine Idee. Auf den Dachboden. Schau mal, kleiner Stern, das ist unser Dachboden. Und irgendwas gibt es hier bestimmt, womit ich dich nach Hause bringen kann. Viele Kartons. Nanu? Auweia! Hoffentlich hat das niemand gehört. Da kommt jemand. Hallo? Ist da jemand? Tommy, hallo. Ich bin's. Laura? Und ich hab schon solche Angst gehabt. Du hast doch deinen Beschützmechhund dabei. Stimmt, mit meinem Beschützmechhund muss ich nie Angst haben. Was machst du denn hier? Und was ist das für ein Stern? Der Stern ist vom Himmel gefallen. Ich habe ihn verarztet und jetzt will ich ihn wieder nach Hause bringen. Und wie willst du das machen? Mit einer Rakete? Das wäre toll. Aber ich habe nur keine. Vielleicht kann man mit den Kartons eine Rakete bauen.
Bestimmt. Und irgendwo da drin muss noch ein alter Raketenplan sein, den ich mal gemacht habe. Da hast du dir aber eine tolle Rakete ausgedacht, Tommy. Los geht's. Das passt. Ja, genau, da muss das hin. Ich glaube, das Teil gehört da nicht hin. Eigentlich gehört das Teil zur Rakete. Aber wo muss es hin? Das war richtig. Toll. Wir haben schon 4 Teile an der richtigen Position. Das wird die allerschönste Rakete überhaupt. Ja, hier gehört das Teil hin. Bald haben wir es geschafft. Eine tolle Rakete, Tommy. Komm, Tommy, wir steigen ein. Und jetzt machen wir beide die Augen zu und wünschen uns ganz fest, dass die Rakete fliegt. Bist du soweit? Ja, kann losgehen. Wir wollen fliegen, wir wollen fliegen. Wir wollen fliegen, wir wollen fliegen. Grau. Meinem Teddy gefällt das nicht.
Beschützmichhund guckt auch ganz traurig. Da muss man doch was tun. Ja, aber was? Guck mal, Laura, da ist jemand. Hallo. Hallo. Wer seid ihr denn? Ich bin Laura und das ist mein Bruder Tommy. Wir kommen von der Erde. Von der Erde? Ist das weit weg? Ganz weit. Warum ist hier alles grau? Weiß ich auch nicht. Irgendwann waren die Farben verschwunden. Einfach so. Wirklich? Dabei ist es sehr schön hier, wenn alles bunt ist. Und das Tor ist dann auch auf. Jetzt können wir nicht mehr hindurch. Und von der anderen Seite kann auch keiner mehr herein. Oh! Vor allem können wir nicht mehr weiterfliegen. Das klingt aber traurig. Ich habe eine Idee. In der Rakete war doch ein Malkasten. Ich hole ihn mal aus der Rakete. Du, Torwächter, wie sah das denn hier früher aus? Na, es war eben einfach alles bunt. Auf dem Tor, da waren alle Kreise gelb, alle Dreiecke rot und alle Vierecke blau. Schön sieht das aus. Eine tolle Farbe. Schön sieht das aus. Eine tolle Farbe. Schön sieht das aus. Du hast es geschafft. Jetzt ist wieder alles schön bunt. Zu viel versprochen? Nein, es ist wunderschön. Und das Tor ist auch wieder offen. Komm, Tommy, wir fliegen weiter. Oh, wollt ihr schon gehen? Leider ja. Wir müssen meinen kleinen Stern nach Hause bringen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Laura,
Ich weiß nicht, aber da kommt irgendwas auf uns zu, Tommy. Schlimm, schlimm, schlimm. Was ist daran denn schlimm? Sie wollen weg. Sie sind verwirrt, die Socken. Auwei. Wohin wollen sie denn? Zum Tor hinaus. Hinaus zum Tor. Hab's zugemacht. Kann keiner mehr raus. Können wir dir irgendwie helfen? Helfen? Ja, das könnt ihr. Müsst finden die passenden Socken. Müsst sie da reinlegen. In den Korb da. Da in den Korb. Klingt eigentlich nicht so schwer. Aber das Schlimmste... Das Schlimmste... Ja? Rote Socke kann rote Socke nicht mehr finden. Ist weg, rote Socke. Findet ihr rote Socke? Ja? Ich glaube, sie meint ihren Partner oder so ähnlich. Ich guck mal, was wir machen können. Ich finde, wir helfen der traurigen Socke. Du hast recht. Komm, Tommy. Und jetzt? Ich frag mal. Du, Socke, was müssen wir denn machen? Machen? Sortieren müsst ihr. Aufmachen, Waschmaschine. Finden richtige Socken. Also dann viel Spaß. Ach ja, vielen Dank.
das Mindeste. Wie bitte? Bitte wie? Ach, nichts. Jetzt fliegen wir aber weiter. Oh, brecht ihr auf? Aufbrecht ihr? Oh. Ja, wir müssen weiter den Stern nach Hause bringen. Ihr müsst bald wiederkommen. Hier gibt's immer viel zu sortieren. Zu sortieren? Viel gibt's immer hier. Wiederkommen bald müsst ihr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen auf. Das habe ich schon mal in meinem Notenheft gesehen. Hui! Ui, was sind denn das alles für Sachen? Ich glaube, die gehören alle in die Küche. Mixer, Toaster, Kochlöffel, Töpfe. Siehst du hier irgendwo ein Tor? Ich kann keins finden. Und wie sollen wir jetzt weiterfliegen? Wir müssen doch den Stern nach Hause bringen. Ja, das stimmt. Hier geht's bestimmt irgendwo weiter. Das ist ja ein Clown. Was hat der denn? Hallo, Clown. Oh, Besuch. Lululu und Hippora, tralala mit viel Musik, Hasenpopel in Aspik, lalalalala. Aber hier ist doch gar keine Musik. Das ist es ja eben. Gab's hier denn sonst Musik? Ja. Hier war's immer lustig. Jetzt ist die Musik weg und das Tor ist auch weg. Jetzt kann kein Besuch mehr rein. Das ist wirklich schlimm. Mein kleiner Stern zählt auf die Küchengeräte. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Da gibt's doch bestimmt ein paar Sachen, mit denen man Musik machen kann. Komm, Laura! Toll, jetzt kann das Musikmachspiel losgehen. Viel Erfolg. Damit kann man trommeln. Guck mal, Tommy, das Tor. Toll! Hui! Oh, schön! Das klingt ja toll. Super! Jetzt kannst du deine eigene Zaubermusik machen. Du musst das in die Musikzeile klicken. Das klingt ja toll. Und
das Tor geht auf. Lululu und Hippora, tralala mit viel Musik, Hasenpopel in Aspik, la 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 la. Du musst auch mitsingen. Na gut. Lululu und Hippora, tralala mit viel Musik, Hasenpopel im Aspik, la 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 la. Und vielen Dank! Guck mal, Tommy! Na, wer seid ihr denn? Beschützt mich schon gesehen? Leider nein. Was ist denn das? Keine Ahnung. Was ist denn das? Ich sehe mal nach. Ich glaube, das ist eine Pfeife. Wer? Pfeift! Ich bin Tommy. Ich suche einen kleinen braunen Hund auf Rädern. Habt ihr ihn gesehen? Ja, der war hier. Ach, irgendwo. Guck doch, mal in das Fernglas. Komm, besuchen deinen Beschützmichhund. Okay. Kannst du schon was sehen, Tommy? Viel Erfolg! Jetzt geht's los! Das ist er! Mein Beschützmichhund! Oh, toll! Komm, beschütz mich, Hund. Komm her. Endlich habe ich dich wieder. Hallo, kleiner Hund. Vielen Dank für das Fernglas. Tschüss, ihr drei!
Will dein Beschütz mich schon wieder zurück? Sieht ganz so aus. Pflaster. Zum Glück ist mein kleiner Stamm wieder ganz gesund. Jetzt ist er wieder zu Hause. Er will, dass wir einsteigen. Tschüss, kleiner Stern. Tschüss. Komm, Tommy. Beschütz mich, Hund. Und dein Stern ist jetzt auch wieder zu Hause. Ja, Tommy. Und wir beide müssen jetzt ins Bett.